Ich nutze digitale Anwendungen. Ich habe ein Smartphone, ich habe einen PC, ich habe einen Laptop. Ein digitaler Engel ist ein Projekt von Deutschland sicher im Netz, gefördert durch die Bundesregierung. Und wir als digitale Engel sind ein mobiles Ratgeberteam. Als dieses mobile Ratgeberteam sind wir bundesweit unterwegs, insgesamt in über 400 Stationen. Das können Marktplätze sein, Mehrgenerationenhäuser oder einfach Seniorentreffs. Die informieren wir über ein bestimmtes Thema, das sie sich ausgewählt haben, rund um Digitalisierung. Wir wollen, dass auch die ältere Generation fit gemacht wird für das Zeitalter der Digitalisierung. Wir arbeiten daran, dass wir eben das, was auch der Altersbericht als Erkenntnis hatte, dass die ältere Generation noch nicht in ausreichendem Maße die Chancen der Digitalisierung nutzen kann, dass das besser wird. Wir wollen Menschen aufmerksam machen auf Angebote, die es in ihrer Region gibt, um eben sich weiterzubilden, um auch Zugang zu finden zur digitalen Technik, und zwar ganz praxisbezogen. Die Themen, die die Leute beschäftigen, sind ganz unterschiedlich. Wie verschicke ich jetzt so ein Foto? Wie ändere ich da diesen Status? Und wenn sie das einmal für sich entdeckt haben, wird das halt dann auch genutzt. Eben auch manchmal einfach jemanden zu treffen, die vielleicht schon ein Programm, eine App, eine Technik, eine Internetseite nutzt. Und dann verabredet man sich da zum gemeinsamen Austausch. Ich muss sagen, dass die Arbeit tatsächlich sehr viel Wertschätzung mit sich bringt, weil eben selbst sehr kleine Dinge für sehr viel Freude und positives Feedback dann tatsächlich sorgen. Und diese konkreten Anwendungsbezüge, das ist das, wo wir wirklich sagen können, Digitalisierung für den Alltag nutzbar machen, Menschen davon überzeugen, dass ihnen das was bringt und vor allen Dingen eine wichtige Botschaft aussenden: nie zu alt fürs Internet.